Hallo zurück zum vermutlich letzten Part in Heisenbergs Horrorfabrik von Resident Evil Village. Wir haben hier jetzt diesen riesigen Ventilator ausgeschaltet am Ende des letzten Parts. So, jetzt holen wir uns hier noch ein Kristallfragment. Nein, es ist ein Gelbquarz. Egal. Hier hinten ist, glaube ich, nichts. Doch, da ist noch, sind noch rastige Roste. Und Metallreste, wow. Ziege ist natürlich keine mehr hier. So, gut. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Ethan. Ah, klar. Einfach mal auf rutschigen, rostigen Rohren gehen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, jetzt bin ich gespannt, wie du das Ding aufmachst. Ah ja, das zeigst du jetzt wieder in der Ego-Perspektive. Na gut. Ist Ihnen wahrscheinlich bei Capcom aufgefallen, dass das irgendwie komisch ist, dass er sich da nicht festhaltet mehr dann an dieser Leiter. Also haben sie sich gedacht, oh, lassen wir das in der Ego-Perspektive, dann fällt es keinem auf. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du bist Rose? Versuch's doch. So, und die letzte Kokille, wenn mich nicht... Oh, warte mal, eine Schublade, wo nichts drinnen ist? Wow, Novum hier. Aber irgendwas fehlt noch. Die letzte Kokille war das jetzt übrigens hier natürlich. Hallo? Ach hier, der Kasten. Gut. Kommen wir jetzt nicht eh schon wieder zum Aufzug vom Duke? Es geht noch weiter? Ja. Aber keine Sorge, Ethan, nicht mehr lange. Bald hast du es geschafft. Ja, weil bevor wir da zu Sturm eh schon kommen. Müssen wir runterfahren noch einmal zur Gießerei, um uns die Kokillen zu machen. Okay. Gelbquarz aus der Wand pflücken. War's das hier schon? Na, Tatsache. Okay. Ist tatsächlich nicht sehr lang, die Fabrik auch eigentlich. Unsehr linear, wie ich es jetzt schon vor zwei Parts gesagt habe. Duke, kommst du mal mit deinem Aufzug, bitte? Wir müssen mal runterfahren.
Guten Morgen, Duke. Ich würde dir gern was verkaufen. Geht wieder nicht, oder wie, während wir hier fahren? Ach Gott. Stets zu Diensten. Kannst du nicht arbeiten, während der Aufzug fährt, oder wie, Duke? Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Jetzt haben wir schon fast 2 Millionen Lei. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nicht reichen wird, um die letzte Waffe, die wir nach dem Durchspielen dieses Modus kriegen, abzugraden, so komplett auf einen Rutsch. Hundertprozentig nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Holen wir uns mal. Ziemlich dunkel. Ja, den Schlüssel und die Kugel fürs Kugellabyrinth. So, jetzt schauen wir aber auch da noch einmal rein, weil ich wissen will, was ich hier übersehen habe. Kann doch nicht sein. Doch hier irgendwas? Ja, natürlich, hier. 2 Säcke voller Geld. Ethan, du bist halt kein gieriger Mensch, klar? Du bist halt nicht an Geld interessiert, deswegen übersiehst du das. Ja. Okay. Ach ja. Warum hier der Strom jetzt aber trotz allem immer noch nicht geht, weiß ich auch nicht. Haben wir doch eingeschalten. Ah, so geht das eigentlich ganz okay, ne? So. Und die Schlüsselkokille. Gut. Ja, ist ganz schön heiß, da daneben zu stehen, ne? Und die Kugelkokille. Yay. Supi, gut. So, dann kommen wir da ja jetzt rein. Weil der Strom an ist. Macht nicht einer von euch gleich auf? Ach nein, er kommt durch die Tür durch. Guten Morgen. So, gut. Ich habe mir eingebildet, was gesehen zu haben. Operationsprotokoll Wiederbelebung. Das ist mein 18. Versuch.
Subjekt ist Oscar, Stalljunge, 20 Jahre alt. Viel betrunken in einen Brunnen. Körper in gutem Zustand. Ja. Brustkorb geöffnet. Entferne Herz und lebenswichtige Organe. Implantiere Kontrollgerät. Ausgezeichnet. Cardo haftet sich an das Nervensystem an. Schnellere Verarbeitung als zuvor. Es war offensichtlich genau das Richtige, den Meta-Albumin-Anteil im synthetischen Blut zu erhöhen. Leite jetzt Strom durch den Hirnstamm. Spannung 6600 Volt. Na los. Mein Kopf entlang. Ja. Ja! Großartig! Meine Kreation! Endlich! Endlich krieg ich dieses Miststück dran. Protokoll Ende. Ach, Heisenberg. Was fehlt mir denn da herinnen wieder? Ah, hier. Immer noch nicht alles. Ach Gott. Noch ein Dietrich? Okay. Gibt es wirklich so viele mehr? Und ich würde so gerne einfach hier durchgehen. Nein, aber ich muss einmal rundherum rennen. Ach ja. Na komm, beweg deine Beine, Ethan. Die Bewegung schadet dir nicht. Kommt, lasst mich in Ruhe. Ihr seid ja keine Gegner. Und der zweite Teil vom Hammer. Wirklich, hier ist eine verdammte Tür. Ich würde genau dorthin führen, wo ich jetzt gerade war. Aber nein, einmal rundherum rennen müssen. Warte mal, Heisenbergs Unterkunft? Ja, war blau, gut, haben wir auch alles. Vor allem Unterkunft, das schaut halt nicht unbedingt in einer Unterkunft aus. Mit den Bettgestellen, einem Tisch. Ja, ist nicht sehr unterkunftmäßig hier. Aber wer bin ich, um das zu beurteilen, wie Heisenberg gerne leben will, ne? Was immer er auch mag. So. Zurück zum Duke. Hier kam ja jetzt, glaube ich, erst das allererste Mal der Panzersoldat, ne? Unschön. So nervig, diese Typen. Und das war, glaube ich, auch der einzige Panzersoldat im gesamten leichten Durchlauf. Und auch in den anderen Schwierigkeitsgraden. Oder warte, kommt da nicht... Nein, da kommt doch noch ein zweiter, oder? Hier jetzt direkt. Der bricht da vorne durch die Wand.
Okay, die zwei waren's. Gut. Ich kam hier mal einfach aus der Bande raus. Okay, dann Kugellabyrinth. Oh je, meine. Wird natürlich wieder gecuttet, weil das könnte wirklich lange dauern. Und ja, dieses Kugellabyrinth ist und bleibt ein dreckiger Bullshit. Vor allem wegen diesem Zahnrad hier. Okay. Wenigstens haben wir jetzt alle vier. Gut, das ist schön. Komm, Duke, du nimmst mir den Bernsteinschädel gleich ab. Soll ich etwas für dich auswählen? Aha. Und eigentlich auch den Hammer. Bis nächstes Mal. Von Eisenberg könntest du mir gleich abkaufen. Sieh es als Investition, Ethan. Klotzen statt kleckern. Ja, genau. So, Munition auch nochmal weg. Braucht keiner. Gut. Na, dann geht's zu Sturm. Danke für deine Treue. Ja, Heisenberg werden wir dann erst im nächsten Part angehen. Für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Ja, Sturm, Sturm. Aber wir werden auch mit ihm recht schnell verfahren. Hoffentlich halt. Schauen wir mal, wie viel Heilung haben wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht sonderlich viel. Außerdem würde ich das gerne hier wieder mal anders sortieren. Und jetzt werden wir wieder mal ein paar Heilungen machen. So, 10 sollten reichen. So, gut. Na dann, Sturm, komm. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Ja, verstehe ich. Ach, come on! Renn doch an ihm vorbei, Ethan! Und nicht in die Wand hinein und... Egal.
Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Okay, jetzt fängt die heiße Phase des Kampfes an. Komm. Komm schon! Ach, gib bitte! Bis nie wieder. Na hoffentlich bis nie wieder. Was für ein Müllkampf. Ach Gott. So ein Dreckskänzerkampf. Da bin ich jetzt am häufigsten gestorben. Ich glaube, das habe ich jetzt 10 Mal probieren müssen oder so. Am Anfang hast du 0 Bewegungsfreiraum und kaum, dass du ihm zu nahe kommst, wirst du gestunlockt von ihm. Er muss dich nur einmal kurz, mit seinem Propeller erwischen, kann sich Ethan nicht bewegen, weil er in seiner Verletzungsanimation ist, heißt, du kannst dich auch nicht heilen und dann wirst du sofort gleich wieder getroffen und bist tot, weil nach spätestens 2 Hits bist du tot. So ein Dreck. Und jetzt am Ende hat man es eh gesehen. Er rennt wie wild durch den Raum
ohne dass du wirklich gut Chance hast, dass du seinen Schwachpunkt hinten triffst. Weil er halt schneller geworden ist, auch wie alle anderen Gegner genauso. Na, so ein Schwachsinn! Meine Güte! Ich verstehe nicht, wieso Entwickler sowas in ein Spiel einprogrammieren, was es nicht einfach nur schwerer macht vom Schwierigkeitsgrad her, sondern einfach nur unnötig nervig. Sowas Ekelhaftes. Okay. Wenigstens haben wir alles eingesammelt, das ist ja schon mal was. Gut, dann werde ich hier jetzt noch einen Cut machen und mal die letzten 20 Minuten rauscutten, wo ich versucht habe, gegen Sturm zu bestehen. Wir sehen uns dann wieder bei Resident Evil Village, wenn's heißt, die Offenbarungen von Chris Redfield und der Kampf gegen Heisenberg. Und dann wird's halt, und dann wird's wirklich Cancer, wenn wir nämlich mit Chris spielen und nicht mehr unsere wunderschöne, superstarke Magnum haben. Das wird lustig. Oh Gott, da werde ich fluchen. Na gut, schauen wir, wie's das nächste Mal werden wird. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Keep Gaming.